Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir das zerstörte Heartland City erreicht, beziehungsweise haben gesehen, dass sich Kite gegen die Angriffstruppe Obelisk stellt und sich in Karten verwandeln kann. Auch interessant. Ich dachte, das kann nur Pegasus, aber scheinbar kann es Kite auch irgendwie. Und ja, mal schauen. Die Silhouetten kommen mir gerade ein bisschen bekannt vor. Mal schauen, Aufstand des Widerstands. Ein Yuya und die anderen Lanze in der Existenzdimension teleportiert wurden, kam Susu an einen anderen Ort an. Mann, ich bin in der Fusionsdimension? Gott. Wenn sie mich erwischen, schicken sie mich zur Duellakademie, direkt in die Arme des Professors. Es gibt keinen Kommen. Halt, wenn du dich duellieren willst, dann duellier dich mit mir. Okay. War das nicht gerade Lexis? Hat sie nicht auch zu dem Bösen irgendwo? Ich bin gespannt, was die jetzt für neue Karten dabei hat. Saver-Engel. Okay. Kannst einen Zauber abwerfen für deine Hand ein Lichtritualmonster oder ein Ritualzauber von deinen Decken zu. Kannst eine beliebige Anzahl Zauber von deinem Friedhof ins Deck mischen und dann ein Lichtfee-Monster in deinen Wellen, das Stufe der Anzahl der Karten entspricht, die du ins Deck gemischt hast. Beschwöre ist eine Spezialbeschwörung. Kannst jeden Effekt von Ritualheiligtum nur einmal pro Spiel zu verwenden. Okay. Kannst du diese Karte verwenden, um ein beliebiges Cyber-Engel-Ritual-Monster-Ritualbeschwörung zu beschwören? Und zusätzlich Monster von deiner Hand oder Spielverzeiht alles zu gut anbieten und oder Monster von Typ Fee oder Krieger von deinen Friedhof ins Deck mischen, deren gemeinsame Stufe genau der Stufe des Ritualmonsters entspricht. Okay. Man hat Lex sehr viele Ritualmonster. Ein beliebiges Ritualmonster zu beschwören, Sable Engel Ritualmonster. Okay. Spannend. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Eine Karte kann verwendet werden, um ein beliebiges Ritualmonster zu beschwören. Du musst zusätzlich Monster von deiner Hand oder deine Spiegelseite als Tribut anbieten. Oder Monster von Typ Fee oder Krieger in deinen Friedhof Stack mischen. Ja, gemeinsame Stufe genau des Ritualmonsters entspricht. Dass du als Ritualbeschwörung beschwörst. Das ist genau das gleiche. Ne, Moment, das ist anders. Du musst zusätzlich von deiner Hand oder deiner Spiegelzeit anbieten, eine gemeinsame Stufe größer oder gleich der Stufe des Ritualmonsters. Dass du als Ritualbeschwörung, falls ein oder mehr Lichtmonster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wurden. Solange sich diese Karten in deinen Friedhof verwenden, kannst du stattdessen diese Karte verbannen. Das ist schon mal nicht schlecht. Machen wir es so. Heißt, ich kann direkt einen Ritualmonster beschwören. Das man auch nicht alle Tage. Dass diese Karte beschworen wird, du kannst deine Hand an Cyber-Engel-Monster oder Machine-Engel-Monster Engel-Ritual von deinem Deck hinzufügen. Okay, ich kann den Effekt allerdings nur einmal verwenden. Pro Spielzug.
Was ist wahrscheinlich, ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass ich einen Zauber ziehe. Beziehungsweise, ich kann mir hier noch einen Ritualzauber holen. Oder eben durch rituelles Heiligtum. Was hat denn das Monster eigentlich für einen Effekt? Als diese Karte als Ritual beschworen, du kannst so viele offene Monster wählen, die den Gegner kontrollieren und die als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurden, wie möglich. Zusätzlich wie möglich zerstören. Falls du dies tust, füge deinen Gegner für jedes 1000 Schaden zu. Falls du dies tust, kann diese Karte während jeder Battleface in diesem Spielzug einen zweiten Angriff durchführen. Mal schauen, was hat denn da liegen? Wieso hat der von einem Pendelmonster? Obwohl er aus der Rüstungsdimension kommt. Das ist gerade ein bisschen komisch. Manchu müssen wir eh beschwören. Ich möchte den Effekt aktivieren. Das ist ein Feenmonster. Ich glaube schon. Kann ich nicht das Ritual verwenden? Kann ich das nicht verwenden? Doch, kann ich. Nice. Okay. Ja. Ist vielleicht ein bisschen okay. Aber wir hatten halt mal wieder zu Glück. Dass man ja auch nicht alle Zeit hat. Nein, ich möchte meinen Angriff nicht wiederholen. Eigentlich ist das Monster möchte ich trotzdem zerstören. Fusionskarte, interessant. Und direkt noch eine Fusion. Es hat jetzt zwar das gleiche Monster beschworen. Nicht verstehen. Ich gebe meinen Cyberengel mal ab. Ja, okay. Ich meine, wenn es mir schon so einfach macht, einfach meinen Cyberengel angreifen können. Unglaublich. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Susu. Susu Boyle. Und wer bist du? Nämlich Alexis. Was meinst du, Susu? Kommst du? Klar doch. Das ist ein sicherer Ort. Hier gibt es noch andere wie dich. Andere, die der Duellakademie entkommen sind. Ich bin gar nicht. Wo sind wir? Willkommen in unserer Duellschule.
der Yusho-Duellschule. Yusho-Duellschule? Und hier ist unser Direktor. Mr. Sakaki? Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo Yuyas Vater ist. Aber na gut, gehen wir ins nächste Duell, wer zuletzt lacht. Yuyas Vater, Yusho Sakaki, erklärte, warum er die Startdimension verlassen hatte. Der Leo Akaba, den ich kannte, hätte auf vernünftige Argumente gehört. Ich war überzeugt, dass ich Leo überzeugen konnte, mit den Immersionen aufzuhören, wenn ich nur direkt mit ihm reden könnte. Also habe ich den Transporter der Leo Corporation benutzt, um mich in eine andere Dimension zu teleportieren. Meine Dimension zu verlassen, Leo zurücklassen zu müssen. Und dann kam der Tag. Naja, der Tag, an dem ich meinen Titel gegen den Forscherkampf verteidigen sollte. Doch anstatt mich zur L-Akademie zu teleportieren, landete ich in der Exist-Dimension. Dafür, dass ich mich an den falschen Ort teleportiert hatte, war es eigentlich ganz nett, bis die Duell-Akademie hier einfiel. Warum humpelt er? Alexis. Er hat sich bei einem Duell mit dem besten Duellanten der Duell-Akademie, Esther Phoenix, verletzt. In der Exist-Dimension wurde Yuya von Esther Phoenix aus der Fusionsdimension und der Angriffstruppe Willist gestellt. Du bist Sakaki. Du bist also der Sohn von Yusho Sakaki. Du kennst ihn auch? Er muss wohl wirklich ein Held gewesen sein. Held? Eine komplette Nullnummer. Dein Vater mag mir entkommen sein, aber du entkommst mir nicht. Angriffstruppe Willist. Kann doch nicht wahr sein, Kite. Bin wohl gerade richtig gekommen. Ja, mach dir keine Sorgen um deine Freunde. Ich kümmere mich darum. Danke, Kite. Hoffentlich bist du darauf vorbereitet, umgehauen zu werden. Jetzt nämlich Showtime. Okay. Esther Phoenix. Das ist auch wahrscheinlich jetzt ein anderes Deck spielen. Nehme ich mal an. Oder zumindest ein leicht verändertes Deck. Okay, wir sind mit das dran. Dein Gegner LP erhält. Du kannst diese Karte spezialisch von deiner Hand beschwören, falls du es tust. An dir. Hat sich Karte diese Karte gleich der LP, die dein Gegner erhalten hat. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und dann ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Es hält bis zum Ende des Spielzugs 1000 ATK. Hast du einmal Karten in deinem Panel muss? Okay, ja. Eigentlich gar nicht so toll. Das sind die Karten hier gerade. Ah, macht ja nichts. Ich kann mir trotzdem eine Zeit deutende eine Magie holen. Er macht direkt eine Fusion. Okay, er hat trotzdem noch Schicksalshelden. Okay. Ja. Das ist schmerzhaft. Interessant, dass wir jetzt Pendelrufe erhalten würden. Ich kann sie aktivieren.
Möchte ich sie aktivieren? Ja, eigentlich schon. Ja, wir haben nur die zwei Magier. Interessant. Allerdings nichts, was ich nicht ausgleichen kann. Ja, das war ein Bunteugiger. Das war dumm. Okay. Das heißt, ich könnte Bunteugiger Rebellionsdrache holen. Was hat der für ein Effekt? Was diese Karte als Exis-Beschwörung beschworen wird, indem ein Exis-Monster als Material verwendet, zerstören so viele Monster der Stufe 7 oder niedriger, die den Gegner kontrollieren, wie möglich. Das ging. Mit deinem Gegner für jedes zerstörte Karte 1000 Schaden zu, was diese. Du kannst in diesem Spiel. Bis jede Karte. Jeder Battle Phase. In diesem Spielzug drei Angriffe führen. Als diese Karte in der Monsterzone durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, du kannst so viele Karten in deiner Panelzone zerstören wie möglich, wenn es sein. Aber als dies tust, lege diese Karte in die Panelzone. Okay, ist jetzt nicht so gut. Obwohl er hat 3000 Angriffspunkte. Ja, ich hole ihn von mir aus. So, Lebensschwertkämpfer so rum. Und dann greifen wir an. So. Okay. Sonst haben wir keinen Effekt. Hat eigentlich schon einen Panel-Effekt. Aber du hast diese Kerze in deiner anderen Panelzone hast, kannst du ein Panelmonster von deinem Deck in deine Panelzone legen. Hast du keine Karte in der anderen Panelzone, hast du rum. Okay, das ist wieder mal ganz toll. Muss ich wahrscheinlich dieses. Ja. Wollte ich gerade sagen, dass ich wahrscheinlich genau das gleiche musste nochmal. Wieso macht es sich selbst Schaden? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Wenn du ein oder mehr Punkte kannst du normal beschwörst, außer kannst du Hilfsprinzessin. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von den Hauptbeschwörern. Okay. Nee, brauche ich gerade eigentlich nicht. Ja, hoffentlich kein Fehler gewesen.
Eigentlich muss ich angreifen. Ich hab hier gerade nichts. Wie lange hält der Effekt an? Okay, nicht so lang. Was verliere doch noch? Angriffspunkte. Okay. Ja. Das ist ganz toll. Ja, Moment. Okay, allerdings brauche ich jetzt noch einen zweiten Versuch machen. Glaube ich, werde ich die Partner dieser Stelle auch schon überwinden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nichts mehr sollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist wieder. Ciao.